Zeit begrüßt alle miteinander. Ich befinde mich mal wieder auf einem Parkplatz nach einer durchzechten Shoppingtour. Ja, liebe Leute, die Kaufland-Alkoholregale sind leer. Nee, Spaß beiseite. Zum einen, ich konsumiere keinen Alkohol, zum anderen ganz sicher nicht im Geschäft. Aber nun zu einem ernsteren Thema, warum wir eigentlich alle hier sind. Und falls ihr euch fragt, warum, zum einen ist gerade ein wenig, lauter um mich herum ist, es regnet in Strömen, und falls ihr euch fragt, warum die Kamera heute so tief ist, vor mir stehen zwei Leute, die haben sich untergestellt, im Regen, um sich vor dem Regen zu schützen, und deshalb möchte ich das Handy jetzt nicht allzu hoch halten, nicht, dass die noch meinen, ich würde sie filmen. Aber das ist ja jetzt wurscht, ich drehe euch jetzt nämlich sowieso um, um mit euch dieses wunderschöne, schön verpackte Überraschungsei zu öffnen. Es handelt sich dabei, wie ihr vielleicht gesehen habt, um ein reguläres Ei, in dem sich etwas von findet, Nemo, Dory, Schlag mich tot befinden könnte. Oh, was es auch tatsächlich ist. Es ist eine, warte mal, ich lege mich mal kurz ab, um das hier zusammen zu basteln. Es handelt sich dabei um Hank, die Krake. Habe ich zwar leider schon, macht aber nichts. Ich bin überhaupt froh, dass ich irgendwas von Findet Dory drin habe. Das ist ja heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr. Schön. Und was ich jetzt erfahren habe, wenn man den eine Zeit lang in der Hand hält, dann wechselt er die Farbe. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Ah ja, man kann es schon ein wenig hier an den Armen erkennen. Na, er wird quasi orange nach einer Zeit. Jetzt versuchen wir noch den Kopf ein wenig umzufärben. Okay. Gut. Für mehr Umfärbespaß habe ich jetzt keinen Bock mehr. Stattdessen habe ich noch ein rosa Überraschungsei. Oder pinkes Überraschungsei. Und ich werde ganz sicher nicht Mädchen-Überraschungsei sagen. Fuck Sexism. Darin befindet sich ja eventuell etwas von von der Eistrutschen, wie heißt die alte? Ja, hier Anna Elsa Frotzen. Frage, verlässt mich mein Glück oder habe ich Glück? Was? Ja, ich habe natürlich kein Glück. Sondern es ist ein Fuchs. Mit seinem Zuhause, einem Baumstumpf. Und auch der Baumstumpf bekommt jetzt ebenfalls mit dem Fuchs ein neues Zuhause. In diesem Sinne, gute Nacht. Shit, dann müsste ich mir das nochmal ausräumen. Nun ja, das, meine Lieben, war Stefan, unser Parkplatz, Miss Ü-Ei, ein sehr bescheuerter Titel, fällt mir gerade auf. Aber kennt ihr das? Ihr sagt aber und wisst eigentlich gar nicht, was ihr nach dem aber sagen wolltet. Egal. Jedenfalls, ich verabschiede mich. Sage tschüss, bis zum nächsten Video. Hat's euch gefallen, gebt mir einen Daumen nach oben. Hat's euch nicht gefallen, gebt mir einen Daumen nach oben. Ich freue mich selbstverständlich über ein Abo.
Wenn ihr das möchtet, ist klar. Ansonsten sehen wir uns vielleicht dann ja im nächsten Video. Schönen Abend!